Vor ein paar Tagen sagte Saskia Esken, dass quasi Muslime ja Deutschland aufgebaut hätten. Also nach dem Krieg. Und ehrlich gesagt, mir hat es mal wieder den Vogel rausgehauen. Nein, ich mag jetzt nicht gegen Muslime hetzen. Überhaupt nicht. Gastarbeiter haben in der Bundesrepublik durchaus ihre Berechtigung und sind oftmals einfach unterschätzt oder besser gesagt eigentlich auch bloß die Doofen zum Arbeiten. Ne? Das ist nicht, soll jetzt nicht böse klingen, aber wenn ich Frau Esken so höre, so, ja, wenn solche Sprüche kommen, allen Ernstes, dann geht mir da ziemlich der Kranz hoch. Und zwar nicht wegen den muslimischen Mitbürgern, sondern es geht mir der Kranz hoch, weil mein Deutschland haben keine Muslime aufgebaut. Ich bin DDR-Kind und habe da auch noch einige Lebensjahre verbracht, bewusst DDR mitbekommen. Das ist jetzt auch keine Verschönredung von DDR. Nein, ganz und gar nicht. Aber ich weiß, was ich damals erlebt habe. Und bei uns gab es keine Muslime, die die DDR mit aufgebaut haben. Das Problem, was ich habe, hängt nicht mit den Muslimen zusammen, sondern das Problem, was ich damit habe, das ist, dass Frau Saskia Esken immer noch 16 Millionen Leute, eine Nation, die zwangsrekrutiert wurde und zwangsübernommen wurde von der BRD vor ein paar 30 Jahren, dass sie 16 Millionen Leute immer noch in die Ecke stellt wie nicht existent. Und das geht mir gehörig auf den Senkel. Wir hatten zu DDR-Zeiten keine muslimischen Gastarbeiter. Das war BRD, Bundesrepublik. Das war der Westteil. Und wie gesagt, bei zu DDR-Zeiten gab es das bei uns nicht. Wie kann diese Frau behaupten, dass Deutschland durch Muslime aufgebaut ist, wenn es ihr Landesteil sozusagen, ihre Besatzungszone dadurch aufgebaut wurde, ist das berechtigt. Aber wieso spricht diese Frau eigentlich für ganz Deutschland? Und wieso werden wieder 16 Millionen heute Bundesbürger eigentlich völlig ignoriert und als eigentlich nicht existent hingestellt? Ich finde es mittlerweile nur noch zum Kotzen. Ich will jetzt, wie gesagt, ich will in meinem Leben bestimmt keine DDR wieder haben. Ganz bestimmt nicht. Ich bin froh, dass ich das erlebt habe und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich zwei Systeme erlebt habe. Dass ich zwei unterschiedliche, wie soll ich sagen, Regierungsstile, Doktrinen, wie auch immer man das nennen kann. Ich will es nicht werten. Ich bin froh, dass ich beides kennengelernt habe, weil nur so hinterfragt man Dinge. Und unter anderem auch, dass Frau Esken hier behauptet, dass ganz Deutschland durch die Muslime aufgebaut wurde nach dem Krieg. Mir haut's hier ein bisschen den Vogel raus. Und zwar kenne ich sowas auch schon seit den letzten 30 Jahren und man mag es vielleicht blöd finden, ist mir auch egal. Weil ehrlich gesagt platzt mir mittlerweile nur noch der Kragen. Als die DDR sozusagen die Wende kam, wir sind halt auch damals auf die Straße gegangen und wie gesagt, es wurde da war dann Maueröffnung und weil ich bin in einer Region groß geworden mit Bergbau, sozusagen mein Vater war unter Tage als Arbeit hat Elektrosteiger. Meine Mutter war Hebamme und es war klar, dass damals mit der Wende quasi dort diese Industrie im Mansfelder Land kaputt geht. Das war absehbar. Das war dieses gerade der Schacht und dieser Kupferbergabbau ist zu DDR-Zeiten schon ganz mit Mühe sozusagen überhaupt noch instand gehalten worden durch Wassereinbrüche. Also es war absehbar und es war absehbar mit Systemwechsel, dass das kaputt geht. Daraufhin sind wir alle im Westen noch ausgereist. Also ich bin noch offiziell ausgereist, auch wenn die DDR eigentlich schon im Wanken war. Mit meinen Eltern. Bin damals so zur Schule gegangen und dann einmal über den Harz gezogen. Also ein halbes Jahr später wäre es einfach nur ein Umzug gewesen. Ja, und habe mir dann von, also in diesen noch fünf
Nee, stimmt nicht, waren es noch mehr. Ja, war noch mehr, 8 Jahren, 6 Jahren. Ach, muss ich jetzt nachrechnen. Schuljahren, die ich dann im Westen erleben durfte. Von Sozialkundelehrern, Erdkundelehrern, weiß der Geier was, haben wir uns erzählen lassen müssen, wie es 100 Kilometer weiter über die Grenze ausgesehen hat. Von Leuten, die in ihrem Leben noch damals noch nie im Osten gewesen sind. Die mir vorschreiben wollten, wie was ich erlebt habe oder nicht erlebt habe bis dahin in meinem Leben. Sie wollen mir erzählen die Geschichten meiner Eltern. Sie wollen mir Geschichten, die Geschichten meiner Großeltern erzählen oder besser gesagt, sie negieren. Und das hören wir hier, ich bin irgendwann dann nach dem Studium, auch Studium sozusagen im westlichen Landesteil, danach wieder Richtung Osten zurückgezogen. Unter anderem, weil es halt hier manches damals noch günstiger war. So. Aber ehrlich, 30 Jahre von Leuten, die mir erzählen wollen, wie der Osten war, wie wir gelebt haben und so weiter. Und genau wie Saskia Esken, wer was für uns zuständig gewesen ist. Diese Dame spricht vielleicht für die Westbesatzungszone, aber sie spricht nicht für die ehemalige DDR. Sie hat immer noch nicht begriffen, dass wir vielleicht eine andere Geschichte haben und dass wir diese Geschichte auch einfach anerkannt haben möchten und sie nicht ständig von irgendwelchen Westleuten als null und nichtig erklärt haben. Wo sind unsere Denkmäler? Nicht, weil die schön sind, aber weil es ein Teil unserer Geschichte ist. Warum hat man Halle abgerissen? Die Fahnen, die Fäuste und so weiter und so fort. Auch das war unsere Geschichte. Auch das war ein Teil unseres Lebens. Und jetzt stellen sich Politiker hin und sprechen für uns. Ich fühle mich nicht so, als ob die für mich sprechen. Die führen weder einen Krieg für mich noch den ganzen Rest. Ich weiß, wie viel meine Probleme meine Bekannte hatten. Stellen sich doch Leute bei Twitter hier hin und überlegen, müllen mich voll, was ich mir denn erdreiste und dass ich doch zu DDR-Zeiten die Wende gegen die russischen Besatzer zum Beispiel demonstriert hätte. Ich kann mich nicht, ich habe in diesen Demonstrationen gestanden und ich kann mich an verdammt viele Plakate erinnern, damals und reden. Und der russische Besatzer war das kleinste Übel, das war in 80% der Reden, die dort gehalten wurden und der Plakate kein Thema. Und heute stellen sich solche großartigen Experten, Twitter-Experten hin und erzählen mir als Ossi, als Kind der DDR wieder, was ich gefühlt habe und was ich denn damals, wofür ich denn damals protestiert habe. Mich kotzt es nur noch an. Allen Ernstes. Ich frage mich allen Ernstes, warum es so schwierig ist, ein Teil der deutschen Bevölkerung, die ein bisschen eine andere Sichtweise aufgrund ihrer Geschichte hat auf Dinge, warum man die einfach so negiert, hinstellt wie ein bisschen blöde und ansonsten einfach als nicht existent hinstellt. Ehrlich, es kotzt mich nur noch an. Wie gesagt, ich will die DDR nicht wiederhaben, keinesfalls, aber ich kann aus meiner Sicht heute Dinge auch hier und heute kritisieren, wo mir doch Dinge verdammt bekannt vorkommen. Und mich dann hingestellt zu werden, als wären wir hier alle so ein bisschen blöde und es man für uns entscheiden müsste, aus einer westlichen Sicht, unsere Geschichte, die wir zu DDR-Zeiten erlebt und gelebt haben, uns zu erzählen, wie es damals gewesen ist. Leute, die das nicht erlebt haben, es ist eine absolute Frechheit. Und es wäre schon mal schön, wenn man das auch einfach so hinnimmt und nicht, wie gesagt, für irgendjemanden sprechen muss, egal in welcher Form. Wie gesagt, es wird sich heute angemaßt mit kultureller Aneignung und ganz vielen anderen Dingen, dass man für andere Leute spricht. Ihr sprecht sogar für euren Nachbarn im nebensehenden Bundesland. Und merkt nicht, ihr merkt gar nicht, wie idiotisch das ist und vor allen Dingen, wie
dümmlich das ist, dass ihr denkt, dass ihr für 18 Millionen Leute, die eine leicht andere Geschichte haben, dass ihr für die entscheiden müsst und denen erzählen müsst, was sie erlebt haben. Ich kotze hier seit über 30 Jahren kotze ich hier nur noch im Strahl, weil es kotzt mich an. Ich bin da sowas von abgesättigt drüber. Aber gut, müsst ihr selber wissen, was er macht. Gut finde ich es nicht. Und deswegen hier mal eine Ossi-Meinung. Und ich glaube, fangt mal an, drauf wahrzunehmen, dass es da auch vielleicht nicht bloß eine westdeutsche Sicht auf die Geschichte und auf die Welt gibt. Da ist noch mehr. Und wie gesagt, es kann nicht sein, dass wir DDR-Bürger hier okkupiert wurden und abgewirtschaftet nach der Wende und so weiter und so fort. Das sind Menge Geschichten passiert, die nicht wirklich cool waren. Und man sich heute immer noch hinstellt und dann uns erzählen muss, wie wir denn gefühlt zu haben haben. Nee, Leute, ist von euch nicht gefragt. Will im Osten von euch auch niemand wissen. Ihr könnt mal nachfragen. Ja. Erzählen wir euch bestimmt auch gerne. Aber eure Vorurteile und euer Denken, das könnt ihr stecken lassen. Macht's gut. Sonst reg ich mich nur noch auf. Tschüss.